Servus ihr Lieben und hallo Freunde des gepflegten Brettspiels. Ich bin auf der Spiel 2023 und als erstes schauen wir natürlich bei Skellig vorbei und zwar bei der lieben Melli. Hallo. Hi, schön dich zu sehen. Du hast uns wieder einen Haufen Neuigkeiten mitgebracht, zwar auch ein paar Sachen, die es schon in Berlin gegeben hat, aber auch ein paar neue Sachen und die meisten Sachen sind jetzt auch tatsächlich erhältlich. Genau. Also eigentlich alles, fast alles, was wir heute sehen. Du sagst einfach direkt dazu, was erhältlich ist. Ich sage direkt dazu, was erhältlich ist und was nicht. Also tatsächlich nicht fast alles ist erhältlich, was wir jetzt hier in den Schränken sehen. Das sind halt gerade die Sachen, die wir eben hier auch bei euch Rezensenten und eben in der Presse zeigen. Da kann ich aber immer ungefähr sagen, wenn das schon auf dem Schiff ist, wann es kommen wird. Okay, super. Dann würde ich einfach mal sagen, ich gebe dir das Mikro und du zeigst unseren Zuschauern, was ihr so alles dabei habt. Alles klar, machen wir so. Genau, die beiden Spiele kennt ihr ja dann auch schon von der BerlinCon, da wart ihr ja auf dem Stand mit Kingscraft und Pirate Tales. Die haben wir jetzt endlich auch verfügbar. Kingscraft haben wir ja als Pitch. Es ist ein RPG in 60 Minuten und als Brettspiel. Wir rüsten unseren Helden auf, der als Tableau dargestellt ist und kämpfen gegen Monster, bis wir stark genug sind und genug gelootet haben, um den König zu besiegen. Da gibt es mehrere in der Packung und wir suchen uns vor dem Spiel eins aus und derjenige, der es schafft, der gewinnt. Endlich erhältlich, auch hier natürlich in Essen mit einem extra Messepreis. Pirate Tales, das hatten wir ja auch in Berlin vorgestellt. Das ist ein Push-Your-Luck-Spiel, auch mit Take That. Und Push-Your-Luck, weil wir halt sehr viele Würfel haben und es ist auch ein würfelbasiertes Spiel. Es geht darum, den größten Schatz zu finden. Der Schatz, den seht ihr hier in drei Formen. Einmal mit Diplonen, einmal mit so kleineren Klunkern und mit richtig dicken Klunkern. Und wir versuchen unsere Abenteuer als Piraten zu erwürfeln mit den Totenköpfen und dadurch, dass die Weißen sehr schwach sind und die Schwarzen sehr stark, können wir uns da auch immer weiter verbessern. Dann haben wir darunter Sweet Mess, das ist tatsächlich dann etwas, was wir gerade noch nicht verfügbar haben, das ist aber auf dem Schiff und könnte vermutlich so November, also auf jeden Fall Ende des Jahres verfügbar sein. Das ist ein Familienspiel mit einer ganz witzigen Mechanik, denn wir haben in einem Grid angeordnet hier diese Teller mit so Chips. In der Deluxe-Variante haben wir dann auch so richtige Poker-Chips, kleine. Und in der normalen, das ist dann eben Punchboard. Genau, in so einem 4x4-Raster haben wir dann eben diese Teller und wir bedienen uns da mit unserer Aktion an den Zutaten. Wenn wir aber einen Teller ganz leer machen, dann machen wir Unordnung, also MS. Dabei spritzen die Zutaten in alle Richtungen und so hat dann der nächste Spieler die Möglichkeit, wenn jetzt beispielsweise eben die Schokolade neben der Götterspeise steht und ich die leer mache, wenn die Schokolade eben rüberspritzt, dass der Mitspieler eben beides bekommen kann. Wie ist denn das? Da ist so ein Tray am Rand. Das gehört auch dazu? Das gehört auch dazu. Das ist halt aus der Deluxe-Variante. Jeder Spieler hat ein Playerboard, das dieses Tray hier darstellt. Also da kann man dann eben seine Chips zwischenspeichern und da sind dann auch die Aktionen abgebildet. Genau. Gibt es in zwei Varianten. Einmal eben diese Deluxe-Variante mit auch Inlay und Poker-Chips und dann gibt es auch nochmal die günstigere Retail-Variante mit Punchboard und natürlich auch ohne Tray und ohne Insert. Darunter haben wir Rauhaar, haben wir auch schon angekündigt, leider auch nicht hier auf der Messe, aber im November auf jeden Fall da, ist schon auf dem Schiff. Und zwar auch ein Familienspiel, easy to learn, hard to master, würde ich sagen. Wir haben nämlich, jeder Spieler hat so einen 3x3 Board, das er verbessern kann mit neuen Landschaften. Wir sind nämlich auf einem toten Planeten und wollen den wiederbeleben. Unsere Figur wandert, ihr seht hier diese kleine rötlich-pinke Figur, die wandert halt jede Runde einen Schritt weiter und aktiviert dann jeweils andere Landschaften. Und die Landschaften selber haben dann Effekte wie Siegpunkte, Währung, die jetzt hier diese Kristalle sind, oder Sporen zu verteilen, das sind hier diese lilanen Steinchen. Und immer wenn er in der Ecke ist, dann kann man kostenlos diese Sporenplättchen, also die lila besetzten, aktivieren. Jedes Mal, wenn man in einer waagerechten oder senkrechten drei gleiche Symbole hat, also in dem Beispiel hier in der dritten Spalte die lila Pilze, dann bekommt man eine Gottheit. Das ist jetzt in dem Beispiel hier dieses Plättchen dort. Und man kriegt sofort, wenn man sie erhält, drei Edelsteine, die man ja auch als Währung wieder ausgeben kann. Genau, das wenn, ist aber jetzt bei der Gottheit das Spezielle. Es gibt wahrscheinlich mehrere Gottheiten genau, im Spiel. Genau, es gibt mehrere Gottheiten und der Teil, der interaktiv ist, ist, dass wenn jemand nach mir dran ist und das danach
vervollständigt mit dieser Gottheit, dann kriegt er die. Das heißt, wenn es ein dauerhafter Effekt ist, dann verliere ich den natürlich, wenn ich das Plättchen abgeben muss. Ja. Beziehungsweise, wenn es ein Soforteffekt ist, dann darf ich natürlich diese Edelsteine behalten. Aber ich kann dann auch wieder eine Reihe voll machen und diese Gottheit wiederbekommen. Aber das Grid, das ist ja ein vorgedrucktes Grid, aber du kannst es upgraden. Hat da jeder das gleiche Grid oder sind es unterschiedlich von Anfang an? Die sind, glaube ich, gleich. Und vielleicht sieht man das relativ schlecht in der Kamera, aber da sind halt auch Plättchen drauf. Genau, da kann man es dann upgraden, wie du gesagt hast. Genau, das wird dann upgraded. Ja, genau. Und dann wird es halt unterschiedlich. Genau, richtig. Okay, ja. Okay. Ja, und dann ist es halt in 12 Runden fertig gespielt. Ja, wenn die Figur rumgelaufen ist, ab der Hälfte des Spiels gibt es stärkere Plättchen, also der Phase 2, wo dann so ein bisschen mehr Zivilisation auf diesem Planeten kommt. Ja, genau. Okay. Also auch interessantes Spiel. So, welche Richtung möchtest du? Egal. Gehen wir einfach in die linke Richtung, da haben wir so die einfacheren Spiele auch nochmal aufgebaut. Und zwar Mounts, ein richtig schönes vom Material her. Ist ja eine Decke oder sowas da es drauf. Ist eine Decke. Es, also ich liebe das Material, es lädt einfach dazu ein, damit zu spielen und liebe ich total. Ist aber tatsächlich ein abstraktes Spiel. Wir haben eine Art Tic-Tac-Toe, aber in komplizierter und schwieriger zu handeln. Und zwar, wenn ich dran bin, darf ich eine von meinen Kätzchen setzen. Das sind die jetzt ein bisschen kleiner, sondern mit dem Schwanz nach oben. Wenn ich das setze, dann verschiebt es alle Kätzchen um sich herum. Mein Ziel ist aber, dass ich meine drei Kätzchen in einer Reihe oder Spalte oder Diagonale habe, damit ich die in eine dicke Katze umwandeln kann. Denn ich gewinne, wenn ich drei dicke Katzen auf dem Board nebeneinander habe. Genau, und wenn ich da meinen Gegner oder auch mich selber runterstoße, dann verliere ich die natürlich auf der Decke. Die plumpsen dann halt vom Bett. Also man sieht das vielleicht auch so ein bisschen, die Schachtelunterseite, die stellt so eine Art Matratze dar und thematisch fällt dann die Katze halt vom Bett und ich muss die halt wieder neu setzen. Genau, also ein süßes Thema auf einem abstrakten Spiel, aber total witzig und halt für relativ günstiges Geld dann eben auch als Familienspiel oder halt auch einfach so als Filler bei uns erhältlich ab ungefähr November. Auch noch auf dem Schiff leider. Ja, dann haben wir noch Block and Key. Da oben habe ich das Sleeve hingepackt, denn die Verpackung von Block and Key ist Teil des Spiels und das sehen wir dann in der Etage unter Mounts. Du siehst auch diese sehr coolen Blöcke und ich habe nicht gedacht, wie schwer und ja auch wieder haptisch genial die sind. Also sie haben so ein richtig tolles Gewicht, das gut in der Hand liegt und das ist etwas, was ich liebe an Spielen, wenn sie halt tolles Material haben. Wir haben ein 3D-Puzzlespiel, wir bedienen uns nämlich hier aus diesem unteren Tableau und möchten oben etwas zusammenbauen, um dann drauf zu schauen und eine Aufgabe zu lösen, die in 2D ist. Also das heißt, wenn ich jetzt hier auf dieses 3D-Gebilde gucke, muss ich halt ein Muster finden, das meine Karte als Aufgabe hat, um die dann zu erfüllen. Also aus jeder Richtung, wo man drauf schaut, also jeder Spieler hat eine Richtung zugeteilt, oder? Genau. Okay. Ja, und das ist eben das Spiel. Man hat dann eben auch die Karten hier unten noch drin mit den Aufgaben und ja. Sieht man die Ziele vom Gegner? Also kann man dem Gegner dann quasi was verbauen oder ist es nicht so? Das kann ich gerade nicht korrekt beantworten. Okay. Wir gucken mal und reichen das nach. Genau, wir reichen das nach. Genau, gehen wir einfach mal weiter runter. Ja, Punktestadt, unser Spiel, das eigentlich hätte noch kommen sollen. Vielleicht kommt es dann noch irgendwie Samstag, wenn wir Glück haben, aber dann kriegt es halt ganz kurz nach der Messe. Punktestadt ist ja der Nachfolger von Punktesalat. Eines von Bennys Lieblingsspielen, soweit ich weiß. Oha, ja, dann wird dem Punktestadt auch gefallen. Denn ich habe jetzt ein kleineres Grid aufgebaut, weil Platzmangel. Wir haben ein 4x4 Grid, auch wieder mit doppelseitigen Karten. Auf der einen Seite sind Ressourcen, auf der anderen Seite sind Gebäude. Wenn ich dran bin, dann darf ich zwei Karten, die nebeneinander liegen, nehmen. Also entweder sind das dann zwei Ressourcen oder gemischt oder zwei Gebäude. Wenn ich aber die Karten nehme, dann muss ich sie auch bezahlen können. Denn die Gebäude, die haben die Kosten, die stehen immer unten. Also beispielsweise ist das Baumhaus mit Kosten von einem Energie, also dem Blitz und einem Geld, beziehungsweise Wirtschaft. Was ist denn das für ein Baumhaus? Das braucht Strom. Ja, ein edles Baumhaus. Ja, wenn ich das nicht bezahlen kann, dann kann ich es nicht nehmen. Ansonsten kann ich auch immer vom Nachziehstapel zwei Karten nehmen.
Das sind dann immer Ressourcen, die kriegt man einfach kostenlos. Und klar, die Ressourcen gibt man dann ab für das Baumhaus. Und wenn ich das Baumhaus gebaut habe, habe ich es vor mir liegen. Und dieses Baumhaus hat ein dauerhaftes Einkommen, und zwar diesen Einwohner. Also ihr seht ja hier hinten, das ist die lila Karte. Das ist auch eine Art von Ressource, die man ausgeben kann. Und das Baumhaus hat aber eben permanent. Permanentes okay. Einkommen, ja, dass man dann... Okay. Du kennst es vielleicht auch von Splendor, dass man da eben diese Edelsteine permanent hat. Genau. Spiel ist vorbei, wenn der Stapel leer ist. Und es gibt auch noch Gebäude, die geben solche Plättchen. Da kann man sich eins von zwei aussuchen. Da gibt es entweder einfach plain Siegpunkte, sieben Stück. Oder Set-Collection-mäßig, wenn du diese und diese Symbole hast, dann kriegst du so und so viele Punkte. Und derjenige mit den meisten Punkten gewinnt. Also leicht komplexer als Punktesalat, aber nur minimal. Ja. Und als letztes Astra, das gab es zur Spiel 21 bei Mind Clash Games und jetzt eben bei Skellig Games, das sei da auch noch auf dem Schiff, kommt auch November, Dezember, ist ein Dry Erase Spiel mit Sternenbildern und wir haben dann eben Aktionen, die wir auch verbessern können, indem wir diese Karten auch gewinnen, das, was unser Ziel ist. Wir kriegen die Karte aber nur, wenn wir sie abschließen. Das heißt, wir arbeiten zwar gemeinsam an den Sternbildern, die zu entdecken, aber derjenige, der dann den letzten Schritt macht, der kriegt die. Also so ein bisschen halb kooperativ, semi-kooperativ, aber dann doch komplett kompetitiv. Ja, ja. Es kommt sehr auf Timing wahrscheinlich an. Richtig. Ja. Genau. Okay. Dann zum dritten, oder? Absolut. Dann haben wir als erstes Septima. Das wird gerade noch Kickstarter ausgeliefert. Das kriegen die natürlich zuerst, die uns da unterstützt haben. Bringen wir zusammen, also gab es halt auch bei Mindclash Games und jetzt auf Deutsch bei Skellig Games mit einer kleinen Erweiterung, einer modularen. Und bei Septima spielen wir einen Hexenzirkel, haben Aktionskarten auf der Hand und wenn wir die ausspielen und die einzigen sind, ist es eine schwachere Aktion, als wenn wir mit unseren Mitspielern gemeinsam diese Aktion ausführen. Wir wissen aber natürlich nicht vorher, was unsere Gegner ausspielen werden. Wir machen uns aber auch verdächtig, denn Hexen werden unter dem Volk nicht gerne gesehen und müssen da halt immer gegen unsere Auffälligkeit auch arbeiten, damit wir da eben nicht auffliegen. Wer dann am Ende den mächtigsten Hexenzirkel gebaut hat nach Siegpunkten, der gewinnt dann das Spiel und wird die neue Septima. War das bei Mindclash nicht eins von den Spielen? Da haben sie doch eine extra Reihe gegründet, die ein bisschen leichter sind wie die sonstigen Mindclash-Spiele? Genau, also das ist eins der leichteren Mindclash-Spiele. Astra ist auch noch ein leichtes, aber das ist jetzt halt auch eins mit einer großen Schachtel, was das zugänglichste sein soll. Aber es ist laut BGG trotzdem, glaube ich, so bei ungefähr 3. Was leichtes mit einer 3. Was leichtes mit einer 3. Genau. Ganz oben haben wir tatsächlich auch noch Weimar. Das ist jetzt auch endlich verfügbar von Spielworks und Skellig Games. Und das ist ja der historisch-politische Brecher für 4 Personen, wo wir die Zeit der Weimarer Republik nacherleben. Genau. Zwingend für 4 Personen. Aber der Matthias hat sich dann mit dem Redakteur auch noch Solo-Szenarien ausgedacht. Und da kann man dann halt so eine Art Tutorial-mäßig das dann schon mal erlernen oder wenn man als Solospieler ist, die dann trotzdem auch genießen. Also das vollständige Spiel kann man solo spielen? Nee, nicht das vollständige Spiel, sondern das sind dann Szenarien, die solo spielbar sind. Genau. Dann haben wir Cordoba. Cordoba ist ein Worker-Placement-Spiel, bei dem wir unsere Worker-Placement-Felder erstmal aufbauen müssen, denn die Stadt Cordoba wurde historisch im Kampf von Caesar gegen Pompeius zerstört. Jetzt bauen wir sie wieder auf im Namen von Augustus. Und derjenige, der das am besten schafft, gewinnt das Spiel nach Siegpunkten. Und dabei sind die Gebäude, die wir halt aufbauen auf dieser Stadt, die Worker-Placement-Felder, auf denen wir dann wiederum Aktionen bekommen. Ja, das ist das Cordoba. Das ist jetzt auch noch nicht da. Ich kann gerade nicht sagen, wann es kommen wird. Da haben wir nur ein paar Rätsel-Exemplare halt da. Und könnt ihr gespannt drauf sein. Ja, Anachrony, auch heiß erwartet von euch. Das ist gerade noch in der Mache. Das ist noch nicht mal fertig produziert. Da können wir leider auch noch nicht sagen, wann das kommt. Wir haben aber auf jeden Fall alles da, außer diese Infinity Box. Das heißt, wir haben die Exosuits, wir haben die normale Erweiterung, wir haben das Grundspiel natürlich, wir haben die Futura Imperfecta und die Fractures of Time Erweiterung.
Aber die Infinity Box, das ist quasi alles in einem. Genau, das ist alles in einem. Aber, ja. Dann. Und als letztes, Pampero haben wir auch noch mit dazu gestellt, mit dem schönen Artwork von Ian O'Toole. Da können wir auch leider noch nicht sagen, wann es rauskommt. Haben wir aber natürlich schon announced. Und das ist ein Spiel, wo es halt darum geht, grüne Energie aufzubauen. Und genau, das wird auch noch gerade bearbeitet, ist noch nicht fertig produziert. Also da geben wir dann noch Infos, wann das rauskommen wird. Dann fehlt eigentlich nur noch Voidfall, oder? Stimmt, Voidfall fehlt. Da können wir hier hinten mal wenigstens einen Blick auf die Posterwand. Genau, gehen wir mal zu der Posterwand. Voidfall auch von Ian O'Toole. Das ist der große 4X-Brecher von David Turci. Der wird auch jetzt auf der Messe da sein für ein Meet and Play. Da wird es dann aufgebaut sein. Und Voidfall, wie gesagt, ein 4X-Spiel, aber ohne Glücksfaktor. Das heißt, die Kämpfe und alles ist ohne Würfeln, sondern alles deterministisch. Es sind zwar Würfel in dem Spiel mit drin, aber dann eben ohne, dass man sie zufallsgeneriert würfelt, sondern einfach nur setzt. Und das, was als erstes auffällt, wenn man die Box aufmacht, ist, wow, es sind 3 Regelhefte drin. Das ist erstmal erschlagen. Das ist auch, glaube ich, so die Oberkante von komplexen Spielen. Aber die haben sich auch was Tolles ausgedacht, dass man da eben durchgeführt wird durch das erste Spiel, wie eine Art Tutorial. Also man lernt erstmal so die erste Phase des Spiels anhand des Tutorials und dann die Phase 2 und 3, bevor man dann halt wirklich alles weiß über das Spiel und so halt Stück für Stück an das Spiel rangeführt wird. Und dann kann man das entweder solo oder kooperativ oder kompetitiv spielen. Ja. Es sind ja noch ein paar Spiele, die bei euch noch in der Mache sind. Also Fit to Print, glaube ich. Genau. Wir haben hier oben haben wir schon mal 2 aufgebaut, die wir noch gar nicht richtig announced haben. Fit to Print ist nämlich jetzt neu bei AEG, diese Messe, kommt aber dann 2024 bei Skellig Games raus. Wir haben ein Echtzeit-Puzzle-Spiel, würde ich mal sagen, denn wir sind Tiere, die ihre Zeitung fertig kriegen müssen. Wir arbeiten Freitag, Samstag, Sonntag, also in 3 Runden und versuchen da alles richtig anzuordnen. Wir haben 5 Minuten, meine ich, oder nee, 4 Minuten Zeit pro Tag, da alles richtig zu machen. Der linke Nachbar kontrolliert dann, ob alles korrekt ist. Also es gibt da eben so ein paar Regeln, wie zum Beispiel die Bilder dürfen nicht nebeneinander sein oder ne, solche Sachen. Und da wird dann halt anhand von bestimmten Kriterien gewertet, wer das am besten gemacht hat. Echtzeit-Puzzle-Spiel. Genau, in der Mitte liegt alles aus, jeder wühlt dann da drin rum. Man kennt das vielleicht auch aus Galaxy Trucker, alles ist verdeckt, man guckt sich das an, nee, passt mir nicht, lege ich wieder zurück. Dann könnte es ja tatsächlich was für mich sein, weil Galaxy Trucker ist mein Nummer 1 Spiel. Sehr schön, ja. Guck's dir mal an. Und Trailblazer, das habe ich tatsächlich auch schon ein paar Mal gesehen, dass das Aufmerksamkeit bekommt auf den Social Media Kanälen. Super schönes Cover. Genau, mega schön. Der Half Dome im Yosemite, glaube ich, oder? Puh, gute Frage. Okay. Wenn du das sagst. Das wird bei uns allerdings anders heißen. Ah, okay. Der unendgültige Titel, den haben wir noch nicht richtig festgelegt, aber es wird natürlich dasselbe Cover sein, außer der Titel, da, das wird man schon erkennen und könnt ihr dann eben auch, wenn ihr sagt, ja, ich möchte noch eben warten, bis es das Deutsche gibt, sicher sein, das wird es geben. Ja, schön. Was hast du denn sonst noch so zu berichten? Gibt es noch irgendwas, was du unseren Zuschauern mitteilen möchtest? Also ich freue mich auf jeden Fall auf die Messe. Es war auch schon gestern total genial hier auf der Neuheitenschau. Da kommt ja dann die ganze Presse, ihr wart da, die Journalisten, Rezensenten. Das war total toll, eben die ganzen Leute wieder zu sehen. Und von daher für mich ist die Messe Essen so dieses Meet and See each other again. Und ich liebe es dann eben, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und halt, genau, das ist so für mich die Messe und das Messe-Highlight. Dann wünsche ich dir eine ganz, ganz gute Stimme. Vielen Dank für deine Zeit. Und jetzt geht's eigentlich erst richtig los. Richtig, ja, viel Spaß dir auch. Ciao. Tschüss.